بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich begrüße euch sehr herzlich zum heutigen Vortrag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, immer wieder solche Sitzungen erleben zu dürfen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken. Und bevor wir inshallah ta'ala zum Thema rübergehen, erst einmal eine Erinnerung an mich selbst und an euch. Wie sieht es aus mit unserem Leben nach Ramadan? Ramadan ist jetzt über 2 Wochen her, dass er zu Ende ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten im Ramadan annehmen und uns den Lohn dafür gewähren. Und die Frage lautet, wie sieht es aus nun nach Ramadan? Wie sieht es aus mit den Pflichtgebeten, mit den freiwilligen Gebeten, mit den Gebeten nachts, wie sieht es aus mit dem Gedenken, wie sieht es aus mit dem Spenden, mit dem Koranlesen, mit dem Fasten und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, liebe Geschwister, da müssen wir wieder es angreifen, wir müssen es wieder versuchen, dass wir einen Rhythmus wieder bekommen für unsere Ibadah. Denn diese Ibadah, die wir im Ramadan vollzogen haben, war ein Unterricht, es war eine Ausbildung, es war eine Reha, um danach weiter so zu leben. Und deswegen erinnere ich mich selbst und euch wieder an das, was wir zu Beginn von Ramadan gesagt haben, an dieses Mindestmaß an Ibadah, was wir versuchen sollten, nicht zu unterbieten. Und das waren die 5 Gebete, die Pflichtgebete plus die 12 Raka'a, also die freiwilligen Gebete, 2 Raka'a vor dem Morgengebet, 2x2 Raka'a vor dem Mittagsgebet und 2 Raka'a nach dem Mittagsgebet, also Dhuhr-Gebet, 2 Raka'a nach dem Abendgebet, also Maghrib-Gebet beim Sonnenuntergang, 2 Raka'a danach und die 2 Raka'a nach dem Nachtgebet, Salat al-Isha. Das sind 12 Raka'a. Wie sieht es damit aus? Wie waren die letzten 2 Wochen? Das solltest du jeden Tag nochmal überprüfen. So viel muss sein. Denn diese Ibadah, diese freiwilligen Gebete werden deine Nahrung sein auf deinem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann ein sehr wichtiger Aspekt, Koran lesen. Wie sieht es damit aus? Jeden Tag eine halbe Stunde sich mit dem Koran beschäftigen. Wer nicht auf Arabisch den Koran lesen kann, der soll es lernen, zu lesen. Es geht nicht darum, er muss nicht gleich Arabisch verstehen, aber zumindest lesen lernen. Eine halbe Stunde mindestens. Ja. Es geht nicht darum, dass derjenige, der nicht eine halbe Stunde jeden Tag liest, in den Jahannam landet. Aber es geht darum, dass du täglich Koran benötigst. Diese Dosis Koran brauchst du. Und deswegen sollte ein Mensch Minimum halbe Stunde, das ist das Mindestmaß. Weil in einer halben Stunde, wenn du flüssiger liest, irgendwann, wenn du gut bist im Lesen, dann liest du mindestens einen Juz. Und damit kannst du jeden Monat den Koran durchlesen, komplett. Also das sollte dein Ziel sein, dein jetziges Ziel. Ich soll den Koran lernen zu lesen. Wenn ich schon lesen kann, wie schnell lese ich? Kann ich in einer halben Stunde ein Juz lesen?
Wenn nicht, soll ich das üben. Durch tägliches Lesen wirst du schneller. Ja, das kennt jeder, egal ob du Handwerker bist, ob du Koch bist. Dadurch, dass du es jeden Tag machst, wirst du schneller. Ja, egal welche Sache es ist. Das ist eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, die er uns gegeben hat, dass wir uns verbessern können. Spenden, dass du regelmäßig spendest, dass du die Adhkar sagst. Also das, liebe Geschwister, darf nicht in Vergessenheit geraten. Das müssen wir weiterhin tun. Es mag sein, dass du jetzt wieder in einem Tiefstand bist. 5 Gebete mit Ach und Krach, Koran, ja gut, inshallah, irgendwann wieder mal Adhkar, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Es mag sein, dass man wieder in so einem Tiefstand ist, aber wach auf. Wach auf und steh auf und kehre zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala, denn du kannst sterben. Jeder von uns kann sterben. Jeden Abend, wenn du dich hinlegst zum Schlafen, musst du dir vorstellen, ich kann sterben. Es ist möglich. Du musst nicht erst krank sein zum Sterben. Du kannst auch sterben, wenn du gesund bist. Der Tod fragt nicht danach, ob du bereit bist oder nicht. Und dann hieß es, ja, er hatte einen Herzinfarkt. Aber warum? Er war doch beim Arzt. Ja, wissen wir auch nicht. Oder passiert das nicht? Dann hieß es, ja, es war ein Schlaganfall. Ja, aber wie denn? Der war doch topfit. Ja, wissen wir auch nicht wie. Es war ein Virus. Zack, war er tot. Das heißt, der Tod, du musst nicht erst schwer krank sein oder eine schlimme Krankheit haben, damit du ein Kandidat bist zum Sterben. Sterben können wir alle. Also, damit Allah uns vergibt, weil wir haben Sünden zuhauf, müssen wir viel mehr tun. Kommen wir nun zu unserem Thema, inshallah ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, nützliches Wissen uns anzueignen und möge er uns helfen, dieses Wissen auch umzusetzen. Wir reden inshallah ta'ala in diesen Vorträgen, die inshallah im 2-Wochen-Rhythmus sein werden, bi'idhnillahi ta'ala, ja, also eine Woche ja, eine Woche nicht. In diesen Vorträgen, inshallah, werden wir uns beschäftigen mit den Taten des Herzens. A'malul Qulub. Und die Taten des Herzens sind Gefühle, die der Mensch entwickelt, wie Liebe, Hoffnung, Geborgenheit, Furcht, Reue. Das sind alles Gefühle. Und diese Gefühle nennt man im Islam Handlungen des Herzens, weil diese Gefühle entstehen im Herzen. Das tut das Herz. Dein Körper tut auch etwas, ja, hat auch Handlungen, die Niederwerfung, die Verbeugung. Das sind Handlungen des Herzens, das Umrunden der Kaaba. Das sind Handlungen des Körpers, meine ich. Die Umrundung der Kaaba, das Verweilen am Berg von Arafah bei der Pilgerfahrt, möge Allah uns erlauben, die Pilgerfahrt zu vollziehen. Und dein Herz hat ebenso Handlungen, nur dass diese Handlungen viel essentieller sind als die Handlungen des Körpers. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte über die Menschen am Tag der Auferstehung, an einem Tag, an dem weder Vermögen noch Kinder etwas bringen, nur derjenige, der mit gesundem Herzen ankommt. Das heißt, du musst zu Allah ankommen mit gesundem Herzen. Also mit einem Herzen, das diese Taten vollbringt. Nun, und die Gelehrten haben sehr viel über diese Themen gesprochen, wobei heutzutage wir leider nicht so viel über diese Themen sprechen. Leider, was heißt leider? Alhamdulillah, wir beschäftigen uns vielleicht mehr oder weniger mit den Taten des Körpers. Ja, wie bete ich, wie faste ich, wie pilgere ich, welcher Vertrag ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und so weiter und so fort. Das ist gut. Aber es fehlt uns mit der Begutachtung unserer Herzen. Wo habe ich Krankheiten? Wo fehlt es an Iman? Und wie kann ich es behandeln, sodass mein Herz wieder intakt ist? Und einer der größten Gelehrten, der darüber geredet hat, war Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Das ist also unter den Gelehrten unstrittig, dass er
einer der größten Gelehrten überhaupt in diesem Bereich ist. Das heißt nicht, dass andere nicht auch darüber geredet haben. Und sein Werk Madarij al-Salikin gilt als Höhepunkt all seiner Werke. Ja, das ist so die, das beste Werk überhaupt, was er so geschrieben hat, wobei die anderen Werke natürlich auch sehr gut sind. Das sagen die Gelehrten darüber. Ja. Und Madarij al-Salikin, vielleicht hat der ein oder andere mal ein paar Vorträge gehört darüber, bedeutet die Stufen der Schreitenden, also der Wandernden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt Stufen, ja, du steigst also hinauf. Und dieses Werk ist eine Erläuterung eines kleinen Büchleins und das heißt Manazilu As-Sa'irin, Stationen der Schreitenden oder Wandernden. Also die Stufen der Wandernden ist die Erläuterung der Stationen der Schreitenden. Ja. Das heißt, wir haben Stationen, die können wir uns vorstellen wie Tankstellen. Ja. Ein Auto braucht eine Tankstelle irgendwann mal, um weiterzufahren. Und du brauchst auch diese Tankstelle, um weiter zu schreiten hin zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Unterschied zwischen einer Tankstelle und so einer Station, einer Iman-Station ist, dass du diese Iman-Station nie verlässt. Das heißt, du dringst ein in diese Iman-Station, nimmst sie aber mit, zum Beispiel die Taube. Es gibt keinen Moment, wo du sagst, okay, ich habe genug Taube getankt, Salam alaikum Taube, bis zum nächsten Mal. Nein, sondern die Taube bleibt bei dir, ja, oder die Geborgenheit. Oder die Furcht. Keiner sagt, okay, ich habe Furcht getankt, ich brauche keine Furcht mehr. Nein, sondern du musst permanent tanken. Aber es kann sein, dass du gar noch nicht in dieser Tankstation warst, Furcht. Du warst noch nicht in der Station Geborgenheit oder in der Station Reue. Oder du warst dort, hast aber falsch getankt. Gibt es ja auch. Ja? Anstatt Diesel hast du dann Benzin oder sowas ähnliches. Und so ist es auch. Der tankt, der will Taube tanken auf einmal, aber der hat nur gefälschte Taube getankt. Es war keine reine, keine aufrichtige. Es war eine Taube, weil die Sünde zu teuer sind. Ja? Die Packung Zigaretten, ich weiß nicht, wie viel kosten die jetzt? Ja? Ich kenne mich da Alhamdulillah nicht aus. Gehen wir davon aus, die kosten dann von mir aus 10 Euro. Da sagt er, nee, Junge, 10 Euro ist zu viel. Ja, Rabbi, ich mache Taube jetzt. Ja, warum hat er jetzt die Taube gemacht? Weil er nicht mehr sündigen möchte oder weil er gerne sündigen wollte, aber es ist ihm zu teuer. Ja, das ist ein Fehler in der Taube. Ja, und deswegen kann es sein, dass du nochmal tanken musst, eben die reine Taube, die klare Taube. Heute, inshallah ta'ala, reden wir über eine Station, die nach der Taube kommt. Warum? Weil die ersten Stationen habe ich, glaube ich, schon mal erläutert, könnt ihr auf YouTube euch anschauen. Und die Taube, da haben wir auch sehr oft darüber geredet. Und deswegen beginnen wir jetzt nach der Taube. Die Reihenfolge, nur wen es interessiert, die Reihenfolge der Stationen in Madarij al-Salikin, also in dem Werk, was Ibn Qayyim geschrieben hat, ist nicht die gleiche Reihenfolge wie vom Verfasser. Abu Ismail al-Harawi heißt er. Rahimahullah ta'ala. Sondern Ibn Qayyim hat die Reihenfolge anders geordnet. Und das alleine schon. Die Anordnung der Station ist eine Wissenschaft für sich. Das heißt, du kannst dich mit dem Inhaltsverzeichnis von Madarij al-Salikin befassen, das ist schon Wissenschaft für sich. Al-Inaba ist nun die nächste Station nach der Taube. Al-Inaba. Taube, gehe ich mal davon aus, kennt jeder, gibt es jemanden, der das Wort noch nie gehört hat? Taube? Taube bedeutet was? Reue, Bedauern. Das ist die Taube. So, wenn du nun bereut hast, wenn du nun bedauert hast, kommt die nächste Station und das ist Al-Inaba, also die Inaba. Inaba bedeutet Rückkehr. Anaba bedeutet, er ist zurück.
Und Al-Inaba ist also die Rückkehr zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Inaba ist wichtig, warum? Weil du nicht nur bedauern sollst, dass du gesündigt hast, sondern du sollst jetzt dich aufmachen zurück zu Allah. Also nach, man hat gesündigt, möge Allah uns allen vergeben. So, jetzt hat man, ist man wieder raus aus diesem Rausch der Sünde. Man ist wieder bei Bewusstsein. Man bedauert es, dass man die Gaben Allahs missbraucht hat. Ja, seine Gaben steigen hinab und unsere Sünden steigen als Antwort hinauf. Das tut einem leid. Er bedauert es. War es das jetzt? Nein. Jetzt beginnt die Reise zurück zu Allah und das ist eben Al-Inaba. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt nun, Al-Inaba ist der I'tikaf des Herzens bei Allah, so wie dein Körper I'tikaf macht in der Moschee. Al-Inaba, die Rückkehr bedeutet was? Das ist I'tikaf. Was heißt I'tikaf? Das Verweilen. I'tikaf in der Moschee geschieht, wie du verweilst in der Moschee. Du bleibst dann eben für einen Tag oder für 10 Nächte und so weiter und so fort. Du verweilst. Also es ist das Verweilen des Herzens bei Allah. Es bleibt bei Allah. Es geht nicht mehr weg von Allah, subhanahu wa ta'ala. So wie der Körper in der Moschee verweilt. Und dies geschieht, sagt er, rahimahullah, durch das Verweilen des Herzens in der Liebe, im Gedenken und in der Hochachtung. Das bedeutet, du sollst nun, nachdem du gesündigt hast und du hast die Sünde bereut und jetzt willst du zurückkehren zu Allah, was sollst du jetzt machen? Bleibe, wo soll ich bleiben? Bleibe in dieser Station oder in diesem Zustand der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, des Gedenkens und der Hochachtung. Hochachtung, At-Ta'zim, ist also eine Liebe vermischt mit Furcht. Hochachtung ist eine Liebe, die aber auch Furcht enthält. Du hast Respekt gegenüber jemandem. Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehreren Stellen im Koran uns aufgefordert, diese Inaba zu vollziehen. Allah azza wa jalla sagt, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَنِيبُوا, das ist die Befehlsform von Anaba. Er ist zurückgekehrt. Also kehrt zurück zu eurem Herrn. Anibu ila rabbikum. Wa aslimu lahu. Und unterwirft euch ihm gegenüber, bevor die Strafe euch ereilt und ihr daraufhin keinen Beschützer habt. Niemand, der euch dann beschützt. Yawm al-Qiyamah, hast du niemand, der dir Schutz gewähren kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah uns aufnehmen in seinem Schutz. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Ibrahim alayhi salatu wa salam gelobt, eben aufgrund dieser Eigenschaft. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ibrahim war nachsichtig, weichherzig und zurückkehrend. Also er kehrte immer wieder zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das geht natürlich wie, indem dieses Herz permanent an Allah hängt. Dass dieses Herz permanent Allahs Liebe spürt und dadurch eben immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch im Koran,
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Sehen Sie denn nicht zum Himmel hinauf über ihnen, wie wir es gebaut haben, verziert haben und wie es keine Risse besitzt. Ja, der Himmel hat keine Risse. والأرض مددناها, und die Erde haben wir ausgeweitet. وألقينا فيها رواسي, und wir haben dort Pfeiler reingelegt, also die Berge als Pfeiler. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج, und wir haben auf ihr es blühen lassen von jeder Sorte. So, was sagt nun Allah subhanahu wa ta'ala danach? Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib. Als Einsicht und Ermahnung für jeden Abd, Diener, der diese Eigenschaft besitzt, Munib. Munib, also er ist zurückkehrend. Für jeden Diener, der zurückkehrt zu Allah. Daraus entnehmen wir was? Daraus entnehmen wir, dass du erst Einsicht bekommst, wenn du zurückkehrst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Du wirst erst einsichtig, du wirst erst dich ermahnen lassen, wenn du zurückkehrst zu Allah. Und das erklärt uns die Schritte, dieser Vorgang der Rechtleitung. Zuerst sollst du zurückkehren, dann bekommst du Rechtleitung. Zuerst kehrst du zurück, dann bekommst du Rechtleitung. Aber ich brauche die Rechtleitung, um zurückzukehren oder nicht. Was jetzt vor was? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدًا لِلْمُتَّقِينَ. Dies ist das Buch oder jenes ist das Buch, kein Zweifel ist darin, Rechtleitung für wen? Für die Ungläubigen. Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das heißt, du musst Vorleistung erbringen. Du musst Allah zeigen, ja Allah, ich will zurück. Ja Allah, ich habe keine Lust mehr auf diese Sünde. Wenn du das wahrlich in deinem Herzen beschlossen hast, dann wird Allah Azza wa Jalla dich rechtleiten. Dann wird er dir die Einsicht geben. Aber wer die Taube nicht will, den leitet Allah nicht recht. Deswegen, es gibt Leute, die wollen gar nicht aufhören zu sündigen. Es gibt Leute, die wollen gar nicht ihr Leben ändern. Es gibt Leute, wenn du sagst, warum betest du nicht? Ja, ich bete nicht, weil ich ein paar Sünden habe. Ja gut, bete, dann wirst du die Sünden wegbekommen. Nee, er will ja die Sünde gar nicht wegbekommen, deswegen betet er nicht. Er will nicht beten, damit er nicht die Rechtleitung bekommt, damit er eben weiterhin sündigen kann. Denn er weiß ganz genau, sobald er betet, hat er keine Lust mehr auf die Sünde. Natürlich nicht 0, nix. Ja, das dauert natürlich. Ja, deswegen sündigen wir, möge Allah uns vergeben, selbst wenn wir beten. Ja. Aber es ist schon mal der richtige Weg. Zumindest wird es dir leid tun, selbst wenn du sündigst. Zumindest wirst du nicht den gleichen Geschmack während der Sünde empfinden. Das ist das Mindestmaß und das ist schon etwas Gutes, wie wir inshallah noch sehen werden. Genau auf diese Sache weist Allah hin in einer anderen Ayah. Welche Sache? Eben, dass Einsicht und Rechtleitung erst dann kommt, nach der Rückkehr zu Allah. Du fängst an. Nicht Allah fängt an. Allah ist der Stolz, er braucht dich nicht. Wenn du nicht willst, er braucht dich nicht. Aber wenn du ihm zeigst, doch, ich will, dann macht er noch mehr Schritte, als du machst, wie in dem heiligen Hadith. Allah Azza wa Jalla sagt hier im Koran, هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. Er ist es, der euch seine Zeichen zeigt. Zeichen im Koran, Ayah oder Ayat im Plural, gibt es zwei Formen. Beobachtete und gelesene. Was sind beobachtete Zeichen? Welche Zeichen kannst du beobachten? Sonne, Mond und Sterne. Ja?
Berge, Flüsse, dich selbst, du bist auch ein Zeichen Allahs. Das sind die beobachtbaren Zeichen, die du siehst, hörst, schmeckst, mit deinen Sinnen eben erfasst. Und es gibt die verlesenen Zeichen Allahs. Und das ist Al-Quran. Und meistens, wenn Allah Ayah sagt, meint er beides. Außer es gibt einen Hinweis, dass er eben nur eine Sache von beiden hier meint. Huwa alladhi yuriikum ayati. Er ist es, der euch seine Zeichen zeigt. Wa yunazzilu lakum minas samai rizqa. Und er lässt vom Himmel eure Versorgung hinab. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. Aber es lässt sich nur der ermahnen, der zurückkehrt. Der Munib. Munib. Einige Brüder heißen Munib. Schöner Name. Munib, also der Zurückkehrende. Munib ist derjenige, der also zurückkehrt. Nur dann bekommst du die Rechtleitung. Du willst also zurück zu Allah, dann wird Allah dich rechtleiten. Aber wenn du es nicht willst, wird er dich nicht rechtleiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Stelle also dein Gesicht auf, also bete zum Beispiel, während du betest, für deine Religion. Hanifen bedeutet was? Bedeutet etwas, Hanif, also diese, nicht Abneigung, sondern mit einer gewissen Neigung. Also fern vom Schlechten. Hanif bedeutet eine Neigung weg hin vom Schlechten zum Guten. Ja, also vermeide das Schlechte hin zum Guten. Das ist Hanif. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ. Das ist die Fitra, also die natürliche Veranlagung, gemäß welcher Allah die Menschen erschaffen hat. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Allahs Schöpfung wird nicht geändert. Also niemand kann Allahs Schöpfung ändern. Das heißt nicht, dass du nicht einen Baum zu einem Stuhl machen kannst, sondern das bedeutet, dass du die Gesetzmäßigkeiten Allahs in der Schöpfung nicht ändern kannst. Ja? Du kannst aber natürlich aus dem Baum mehrere Blätter herstellen. Ja? Aber die Gesetzmäßigkeiten Allahs, die kannst du nicht ändern. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Das ist die wahre Religion. Das ist die wahre Religion. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Allerdings sind die meisten Menschen unwissend. Oder allerdings wissen die meisten Menschen nicht. So, nun sagt Allah Azza wa Jal, munibina ilayh. Munibina ilayh, also zurückkehrend zu ihm. Was zurückkehrend zu ihm? Was zurückkehrend zu ihm? Ja, was? Was bedeutet denn zurückkehrend? Was sind das jetzt grammatikalisch? Was bedeutet das? Zurückkehrende. Die Linguisten an die Front, bitte. Nee, das aber bezieht sich auf, also zurückkehrende. Ja, also diese Wortform. Was ist das? Ja? Genau, also es zeigt dir, wie du eine Tat vollbringst. Wie nennt man das? Sind das Adverben oder was war das? Ja, also hier die Germanisten unter. Also auf jeden Fall. Wichtig ist jetzt was? Es zeigt dir die Handlung. Es ist ein Verb, aber es zeigt dir, wie du eine Sache machst. Du sollst eine Sache machen, indem du zurückkehrend bist. Was soll ich machen? Das, was er am Anfang der Ayah erwähnt hat, stelle dich auf. Aqim wajhaka lid-din hanifa. Stehe auf, also richte dein Angesicht hin für deine Religion, also hin zu Allah. Also deswegen gibt es ja auch diesen Dhikr, wenn man das Gebet beginnt. Wajjahtu wajhiya, also ich habe mein Gesicht
gerichtet hin zu demjenigen, also zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also wir sollen unsere Religion umsetzen und leben, während wir zurückkehren zu Allah. Wattaqu, und seid gottesfürchtig. Kehrt zurück und seid gottesfürchtig. Wa aqimus salah, und verrichtet das Gebet. Wa la takunu minal mushrikin, und gehört nicht zu den Götzendienern. Das sind alles Ayat, liebe Geschwister, in denen dieses Wort erwähnt wird. Munib, Anaba, Anibu. Wer hat das noch nie gehört, das Wort? Inaba. Verb als Nomen, als egal was. Wer hat das schon mal gehört? Wer kennt das, Inaba? Sehr schön. Also das ist die Inaba, die wir benötigen. Ebenso erwähnte Allah Azza wa Jal Dawud a.s. und beschrieb ihn mit dieser Eigenschaft. Und zwar sagte Allah Azza wa Jal, فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. So bat er seinen Herrn um Vergebung, warf sich nieder und kehrte zurück. Warum? Was hat Dawud gemacht, damit er das macht? Ja? Fehler gemacht. Er hat zwischen diesen zwei Leuten gerichtet und hat sich von dem einen was angehört und von dem anderen nicht. Genau. Genau. Dawud a.s. zu ihm kam jemand und er hat sich beklagt über einen anderen, und da urteilte er noch bevor er den anderen hörte, und so tadelte ihn Allah subhanahu wa ta'ala. Also warf er sich nieder. Deswegen ist das auch hier eine Niederwerfung der Rezitation im Koran, wenn du Koran liest, um Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten. Und Allah azza wa jalla sagt, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Und das Paradies wurde den Gottesfürchtigen vorbereitet, welches nicht so fern ist. Also es ist nah für die Gottesfürchtigen. Das ist das, was ihr erwartet habt oder was euch versprochen wurde. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. Für jeden, der zurückkehrt und sich beschützt hat. Ja, also seine Körperteile beschützt hat, seine Religion beschützt hat. Wer sind diese Leute? Man khashiya ar-Rahman bil Ghaib. Derjenige, der den Gnädigen im Verborgenen fürchtet. Vor allen Leuten Allah zu fürchten, ja, das ist einfach. Aber wenn du alleine bist, genau da Allah zu fürchten, obwohl du alles machen kannst, was du tun willst, es sieht dich ja keiner, außer Allah. Wenn du da gottesfürchtig bist, das ist ein Grund dafür, ins Paradies zu kommen. Man khashiya ar-Rahman bil-Ghaibi wa jaa bi-Qalbin. La, fi hadhihi al-Aya munib. Hadhihi al-Aya al-Thaniya. Illa man ata Allah bi-Qalbin salim. Wa jaa bi-Qalbin munib, udkhuluha bi-Salamin. Also wer den Allgnädigen im Verborgenen fürchtet und mit einem zurückkehrenden Herzen ankommt. Also mit einem Herzen, welches immer bereut und zurückkehrt zu Allah. Bereut und zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was wird denen gesagt? Tretet ein unversehrt. Salam ist Unversehrtheit. Das ist der Tag der Ewigkeit. Barakallahu fik. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا. Und diejenigen, die Götzen, Tahut, also alles, was angebetet wird außer Allah, diejenigen, die das meiden und zurückkehren zu Allah, denen gilt die frohe Botschaft. Welche frohe Botschaft? Ins Paradies eintreten zu dürfen. So oft erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala
diese Angelegenheit, Al-Inaba. Al-Inaba noch einmal ist das Zurückkehren, nachdem du bereut hast. Was kommt vor der Reue? Was war die Station vor der Reue? Weiß es jemand? Tauba. Die Reue ist die Tauba. Qabla Tauba. Einsicht ist vorher, vor dieser letzten. Aufwachen. Aufwachen ist die erste Station, Al-Yaqadha. Al-Yaqadha, das ist die erste Station. Die Absicht, ja, aber die unmittelbar vor der Reue. Guck, du hast die Reue begangen, okay, also vollzogen. Was hat dich zur Reue veranlasst? Was hattest du vorher getan? Die sind ja gut, ich meine an guten Sachen, so dass du bereut hast. Die Entscheidung, ja? Tadel, also die Abrechnung. Bevor du Taube machst, hast du mit dir abgerechnet. Du hast geguckt, ups, ich habe ja einen Fehler gemacht. Wenn du dir nicht bewusst bist, dass du einen Fehler gemacht hast, wirst du auch nicht bereuen. Und deswegen hat Ibn Qayyim rahimahullah, dass die Reihenfolge so eben, Al-Muhasaba, die Abrechnung, dann die Taube, das Bedauern und die Reue, dann Al-Inaba, also die Rückkehr. Du machst die Abrechnung, dann wird bedauert, dann wird der Weg aufgenommen zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Inaba teilt sich in zwei Arten auf. Also die Rückkehr zu Allah teilt sich in zwei Arten auf. Eine Rückkehr zu seiner Herrschaft, zu seiner Rububiyya, und eine Rückkehr zu seinem Recht der Anbetung, zu seiner Gottheit, also Uluhiyya. Die Rückkehr zur Herrschaft ist eine Zwangsrückkehr. Keiner kann diese Rückkehr meiden. Alle kehren zurück zu Allah bezüglich seiner Herrschaft, wie wir gleich sehen werden. Aber die Rückkehr zu seiner Gottheit, also dass du zurückkehrst und die Gottheit Allahs bestätigst, das ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala. Für wen? Für die es wollen. Also Allah ist ja nicht ungerecht. Jemand will die Rechtsleitung, aber er gibt ihm nicht. Nein, nein. Wer die Rechtsleitung nicht will, dem gibt er sie nicht. Und wem er sie nicht gibt, der wollte sie auch nicht. Allah ist gerecht, subhanahu. Aber wenn du sie willst, dann erlangst du sie. Allah azza wa jalla sagt, وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. Und wenn den Menschen etwas Schlechtes widerfährt, bitten sie ihren Herrn, indem sie zu ihm zurückkehren. Also selbst die Nichtgläubigen. Sobald sie im Flugzeug sind und das Flugzeug stürzt ab, oh Gott, bitte hilf uns, bitte lass uns nicht abstürzen und so weiter und so fort. Oder wie Allah an mehreren Stellen erwähnte, wenn sie auf dem Meer sind, ja, und dann fangen die Wellen an und so weiter, dann haben die Götzendiener was gesagt, ja Allah, rettest du uns hier, dann werden wir dich immer anbeten, die Götzen werden wir nie anbeten. Als er sie dann gerettet hat, was haben sie gemacht? Sofort angebetet. Bani Israel, als Allah sie gerettet hat vom Pharaon, ja, sie waren vor dem Meer, das Meer war vor ihnen, Frauen hinter ihnen, eigentlich war alles aus und vorbei. Ja. Und Allah gibt ihnen dieses Zeichen und Musa a.s. geht mit denen durchs Meer. Erste Station nach dem Meer waren die in einer Stadt, haben gesehen, dass sie Götzen anbeten. Was haben die gesagt? Dürfen wir auch bitte anbeten? Hallo, ihr wurdet gerade eben gerettet. Allah azza wa jalla hat gerade eben euch eine Riesengabe gegeben. Aber so ist der Mensch. Und hier, liebe Geschwister, wenn wir diese Geschichten hören von Abu Lahab und Abu Jahl und Pharaon und Haman und Namrud und uns, dürfen wir nie denken, ah ja, ja, schlimme Menschen waren das, ja, ja, aber ich bin der Beste. Nein, nein. Sondern in unseren Herzen ist auch ein kleiner Pharaon und ein kleiner Namrud und ein kleiner Haman und so weiter und so fort. Allah Azza wa Jalla hat diese Geschichten nicht einfach so erwähnt. Sondern
Wie oft sagst du, ja Allah, okay, morgen ist Abi, ich brauche bitte Hilfe, ja Rab, lass die Prüfung leicht sein und lass mich alles erinnern und so weiter. Am selben Morgen, Jungs, und wir sehen uns auf Mallorca, alles klar. Was ist los? Warum? Man vergisst Allah sehr schnell. Das ist eine Eigenschaft, die ist bei uns allen, möge Allah uns vergeben. Man vergisst Allah. Und deswegen sollen wir ja immer Allah gedenken. Deswegen sollst du ja jeden Tag Koran lesen. Deswegen sollst du ja 5-mal am Tag zu verschiedenen Zeiten beten. Ansonsten bist du weg vom Fenster. Weil du wirst vergessen, du kannst nicht sagen, nee, ich werde mich erinnern. Einfach so, ohne dass du dein Herz beschäftigst mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist also die Inabe zur Herrschaft Allahs, zur Rububiyya. Jeder benötigt Allah. Jeder Mensch. Du kannst nicht atmen, du kannst nicht sehen, du kannst nicht sprechen ohne Allah. Ohne Allahs Hilfe. Und deswegen ist das die Herrschaft Allahs über alle Menschen, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind. Aber die Rückkehr zu seiner Gottheit, zur Uluhiyya, das ist das, was dich ausmacht als Muslim. Das ist dieses besondere Geschenk, welches du von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten hast. Möge Allah uns dieses Geschenk immer wieder beibehalten und es von uns nicht entreißen. Indem du ihn liebst, indem du ihn fürchtest, indem du Geborgenheit empfindest, das ist diese Inabe, die wir vorhaben. Zurückkehren zu unserem Herrn subhanahu wa ta'ala. Nun, was sagt Al-Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala, wie definiert er Al-Inabe? Und Ibn Qayyim erläutert das dann. Ja, weil, wie gesagt, Manazil al-Sa'ir ist ein kleines Büchlein. Da hat er die Stationen aufgelistet und definiert. Und Ibn Qayyim rahimahullah hat das erläutert und mit Belegen dann untermauert. Aber er hat ihn auch mal widersprochen. Und hier lernen wir etwas Wichtiges, liebe Geschwister, besonders in unserer heutigen Zeit. Viele erwarten von Gelehrten, dass sie unfehlbar sind. Sobald sie mitbekommen, irgendein Imam, irgendein Sheikh hat einen Fehler, oh nee, das geht ja gar nicht, also nee. Der Unfehlbare ist begraben in Medina, alayhi salatu wassalam. Nach ihm gibt es keine Unfehlbaren. Jeder Mensch kann Fehler machen, aber doch nicht in der Aqida. Doch, auch in der Aqida. Es gibt Gelehrte, die haben Fehler in der Aqida. Natürlich keine gravierenden Fehler, die zum Kufr führen. Ja, kein Gelehrter sagt, es gibt zwei Götter oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht der letzte Prophet oder es gibt keine Engel, es gibt keine Hölle oder ja, keine gewaltigen Bid'ah und Erneuerungen. Aber Fehler gibt es. Selbst in der Aqida. Aber wie gehen wir damit um? Was hat Ibn Qayyim rahimahullah nun gemacht? Hat er gesagt, so ab jetzt verbrennt dieses Buch, ja, und dieser Irregeleitete hier nimmt von dem nichts mehr? Nein. Sondern ihr seht, er hat hier das Buch erläutert. Es wurde sein bestes Buch daraus. Und an den Stellen, wo der Verfasser, Al-Harawi rahimahullah, Fehler macht, sagt er, Shaykhul Islam. Und er meint nicht Ibn Taymiyyah. Meistens, Shaykh al-Islam wird ja bei Qayyim gemeint, Ibn Taymiyyah, sein Shaykh, das war ja sein Lehrer. Nee, der meint ihn. Shaykh al-Islam ist uns lieb. Aber die Wahrheit ist uns lieber. Ganz mit so wunderschön, nicht dieser Irregeleitete, dieser blablabla. Warum so viel Hass? Warum so viel Hass? Du kritisierst einen, du hast jemanden, der ist zu 90% nach Sunna. Ja, okay, man kann ja mal Fehler machen, oder nicht? So, du vergisst jetzt die 90% an Sunna, die er gemacht hat, und wegen 1, 2, 3, 4 Fehler. Ja, aber es sind große Fehler. Ja, welche große Fehler? Ibn Hazm, ein großer Gelehrter, rahimahullah ta'ala, hat einige Eigenschaften Allahs umgedeutet. Der sagt, Qiyas gibt es sowieso nicht. Gibt es gar nicht, Qiyas, Analogieschluss. Gibt es gar nicht. Und so weiter und so fort. Haben die Gelehrten gesagt, so ab jetzt Ibn Hazm, dieser Irregeleitete, dieser Fasiq, dieser irgendetwas. Nein, ganz im Gegenteil. Rahimahullah und Jazahullah khairan und so weiter und so fort.
etwas Neutralität, ja, etwas mehr Respekt gegenüber den anderen. Ja. Jeder kann Fehler machen. Und denke nicht, du wärst besser. Denke nie, du wärst besser. Heutzutage hörst du vielleicht irgendwelche, die nicht so standhaft sind wie andere. Aber das war auch schon zu Zeiten von Ahmad ibn Hanbal, so rahimahullah. Ahmad ibn Hanbal lebt in einer Zeit, in der die Mu'tazila die Macht hatten. Ja? Und die Mu'tazila sagen, Allah spricht nicht. Ja, warum spricht er nicht? Ja, weil wir Menschen sprechen. Ja, und jetzt, wo ist das Problem? Ja, du vergleichst ihn dann damit. Ja, aber er spricht doch nicht so, wie wir sprechen. Nein, darfst du nicht sagen. Auf ihn. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, sagte, doch, Allah spricht. Dafür kam er ins Gefängnis und wird gefoltert. Sag, Allah spricht nicht. Der Koran ist ein Geschöpf, nicht die Worte Allahs. Allah spricht nicht. Sondern er hat es erschaffen. So wie er einen Baum erschaffen hat, wie er die Wolken erschaffen hat, hat er den Koran erschaffen. Aber er selbst hat es nie gesprochen. Allah sagt das. Er hat gesagt, gib mir einen Beleg aus Koran und Sunna, dann werde ich sagen. Sagst du nicht? Zack, ausgepeitscht. Unter drei Kalifen, wobei das ging etwas schneller, weil die Kalifen haben sich jedes Mal getötet und so weiter. Es waren zwei Brüder, die Söhne von Harun und Rashid. Ja, vielleicht habt ihr mal ein bisschen davon. Ja, der eine hat den Boden dann umgebracht, dann war er Kalif. Also auf jeden Fall, das ist nicht unser Thema. Andere Gelehrte zu seiner Zeit haben gesagt, okay, Allah spricht nicht, Punkt, aus, Ende, Schluss. Obwohl sie ganz genau wussten, das ist falsch. Aber sie wurden gezwungen. Und nicht jeder ist Ahmad ibn Hanbal. Nicht jeder hat so viel Kraft. Nicht jeder hat so viel Ausdauer. Und große Gelehrte waren das. Der Schuyuch von Ahmad ibn Hanbal haben gesagt, hör mal zu, du wirst doch hier gezwungen. Du hast doch hier eine Lösung. Wenn du gezwungen wirst, darfst du doch sagen, was du willst. Oder was sie wollen. Ammar ibn Yasir radiallahu an, als er sah, wie seine Mutter umgebracht wurde, Sumayya radiallahu anha, und sein Vater, Yasir radiallahu an, und die Mekkaner haben verlangt, beleidige den Propheten sallallahu alaihi wasallam und verehre oder ehre unsere Götzen. Der hat gewartet und war standhaft. Irgendwann mal war er kaputt. Dann hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam schlecht erwähnt. Das war's. Also, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, was hat er ihm gesagt? Er hat ihm gesagt, was empfindest du? Dann sagt er, ja, Rasulullah, ich empfinde reinen Glauben, aber es war zu viel für mich. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn sie das wiederholen, wiederhole es. Wenn sie dich nochmal foltern, so, dann kannst du ruhig sagen, was die verlangen von dir. Warum? Weil du wurdest genötigt, du wurdest gezwungen. Also haben die Schuyuch von Ahmad ibn Hanbal gesagt, hör mal zu, du wirst ausgepeitscht, was willst du noch mehr als Beleg dafür, dass du gezwungen wirst? Aber da sagte Ahmad, rahimahullah, wenn ich sage, Allah spricht nicht, dann, er sagte, schaut euch die Leute an, die warten draußen. Tausende, Ahmad ibn Hanbal, das ist ein großer Gelehrter, ja? Tausende warten, und was macht er? Stellt euch mal vor, ja. Und hat er gesagt, hat er nicht gesagt. Was wäre, dann würden wir hier sitzen und sagen, okay, Aqidah von Ahl-Sunnah ist, Allah spricht nicht. Warum würden wir das heute sagen? Weil ein großer Imam es gesagt hat. Dann sagt er, es geht nicht um Ahmad. Es geht hier um die Ummah. Wenn du so ein Vorbild bist, dann hast du nicht mehr dieses Recht. Privatperson, du wirst gezwungen, alles klar, mach. Aber du bist eine Person, eine öffentliche Person, dann hast du nicht mehr dieses Recht. Das war die Ansicht von Ahmad ibn Hanbal, radiallahu anhu, und deswegen nennt man ihn Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Nicht ohne Grund wird er so genannt. Heißt das, die anderen Ulama und Gelehrten sind schlecht? Nein. Heißt nicht. Das ist ein Meinungsunterschied. Darf er nun diese Notlösung nutzen oder darf er sie nicht? Warum erwähne ich das? Verurteile einen Menschen nicht. Du wüsstest nicht, was du alles getan hättest, wenn du in der Situation wärst. Stell dir mal vor, du wirst im Gefängnis gefoltert oder so. Was hättest du dann alles gemacht? Vielleicht wäre unser einer sogar aus dem Islam rausgetreten, oder nicht? Möge Allah uns vergeben und möge Allah uns standhaft sein lassen. Und wir bitten Allah, dass er uns gar nicht erst prüft.
Und wenn er uns prüft, möge Allah uns festigen. Also, Al-Imam al-Harawi, rahimahullah ta'ala, definiert Al-Inaba wie folgt. Er sagt, Al-Inaba besteht aus drei Sachen. Erstens, die Rückkehr zum wahren Al-Haqq. Al-Haqq ist wer? Allah. Gemeint ist Allah. Ar-Ruju'u ila al-Haqq. Ar-Ruju'u ila al-Haqq bedeutet die Rückkehr nicht zur Wahrheit, sondern zum Wahren. Also die Rückkehr zu Allah. Natürlich heißt Al-Haqq auch die Wahrheit, sprachlich gesehen. Aber hier in dem Kontext geht es um was? Um die Rückkehr zu wem? Zu Allah. Ar-Ruju' ila al-Haqq. Also die Rückkehr zum Wahren, um zu verbessern, so wie man zurückgekehrt ist, um sich zu entschuldigen. Wisst ihr jetzt, warum Ibn Qayyim das erläutert hat? Oder ist es klar, ohne Erläuterung? Also noch einmal. Die Rückkehr zum Wahren, um zu verbessern, nachdem man zurückgekehrt ist zu ihm, um sich zu entschuldigen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Die Rückkehr zum Wahren, um einzuhalten, so wie man zurückgekehrt ist zu ihm, als man es versprochen hat. Alles immer noch unklar, oder nicht? Das ist kein Problem. Also wenn jemand es noch nicht verstanden hat, das ist kein Anzeichen dafür, dass man nicht intelligent ist. Ja? Sondern deswegen sage ich ja, das sind Sachen, die Großgelehrte geschrieben haben. Drittens, die Rückkehr zum Wahren als Zustand, so wie man zurückgekehrt ist, als man gefolgt ist. Kommen wir nun zu diesen einzelnen Sätzen. Die Rückkehr zum Wahren, um zu verbessern, so wie man zurückgekehrt ist, um sich zu entschuldigen. Das ist also der Unterschied zwischen Tauba und Inaba. Was ist Tauba? Du hast dich entschuldigt. Du bist zurückgekehrt zu Allah in Form von was? In Form der Entschuldigung. Du hast gesagt, ja Allah, verzeih mir. Oh Allah, vergib mir. Entschuldige, es tut mir leid. Das ist die Rückkehr zu Allah in Form der Entschuldigung. Genauso wie du so zurückgekehrt bist zu Allah, musst du jetzt was? Du musst zurückkehren zu Allah in Form der Verbesserung. Du musst etwas tun. Es bleibt nicht dort stehen. Einfach nur sagen, ja, es tut mir leid. Nee, nee. Sondern es muss dir leid tun, du musst die Sünde bedauern und tue Gutes nun. Du musst Allah, zu Allah Azza wa Jal zurückkehren, um wieder es aufzuholen. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, illa man taba wa amana wa amila salihan oder wa amila amalan salihan. Das bedeutet nur, also Allah Azza wa Jal erwähnte einige Sünden in Surat al-Furqan. Shirk und Zina und wie heißt es? Akel amwal al-Nas, also dass man etwas veruntreut und so weiter und so fort. Allah Azza wa Jal hat einige Sünden erwähnt und dann sagte er, dass Allah diese bestraft, außer diejenigen, die bereuen, glauben und Gutes tun. Allah hat nicht nur gesagt, die bereuen und glauben. Nein, nein. Du musst auch Gutes tun. Also zurückkehren zu Allah, nachdem du dich entschuldigt hast, nachdem du es bedauert hast, musst du nun zurückkehren zu Allah in Form der Verbesserung. Tue Gutes. Und das ist der Riesenunterschied zwischen dem Gottesfürchtigen und dem Achtlosen. Es darf nicht dazu kommen, dass du am laufenden Band sündigst und es nicht wieder gut machst. Jeder Mensch kann sündigen. Und Allah Azza wa Jalla vergibt alle Sünden. Außer natürlich Schirk. Wenn jemand stirbt und er glaubt nicht an Gott, dann, oder er macht irgendeinen Götzendienst oder sowas ähnliches, dem vergibt er nicht. Aber es darf nicht dazu kommen, dass du beharrst auf eine Sünde.
Das darf nicht sein. Einmal hinfallen, fünfmal hinfallen, hundertmal hinfallen, aber du stehst auf und kehrst zurück jedes Mal. Du stehst auf und kehrst zurück. Du darfst nie aufgeben. Du darfst nicht sagen, okay, nee, das waren jetzt 5000 Mal, das war's aus. Ich mache keine Taube mehr. Bringt nicht mehr. Ich bin doch sowieso nur ein Heuchler. Ich mache eine Sünde und sage, Astaghfirullah, mache eine Sünde, Astaghfirullah. Ich bin doch nur ein Heuchler. Nein, bist du nicht. Du bist ein schwacher Mensch. Und Allah wird dich immer wieder aufnehmen. Allah wird nicht müde. Im Gegensatz zu Menschen. Einem Menschen, wenn du ihm etwas Schlechtes tust, der verzeiht. Wie oft kann man verzeihen? Wie oft verzeiht ihr? Kein Mal. Dreimal. Bas, ba'da, khalas, Allah yusuf. Irhamu man fil ardi, irhamkum man fil sama. Ja? Sagen wir mal 30 Mal. Da würde man schon sagen, hallo, bist du noch ganz normal? Guck mal, der macht dir jedes Mal 30 Mal hier so eine Sache und du vergibst ihm. Irgendwann denken wir als Menschen, das ist nicht mehr normal, oder nicht? Allah wird nicht müde. Und wenn du 5 Billionen Mal gesündigt hast und du kommst wieder und sagst, ja Rabbi, bitte, bitte, es tut mir wirklich leid. Ja Rabbi, bitte vergib mir. Vergibt er dir. Aber vorausgesetzt, du hast nicht die nächste Sünde vor. Allah kannst du nicht in die Irre führen. Allah weiß. Das heißt, vorausgesetzt, du hast es wirklich bereut. Wie kann man eine Sünde 5000 Billionen, Trillionen Mal bereuen? Wenn man weiß, dass man eben schwach war. Wenn man weiß, dass man vielleicht aufgrund einer Sünde nochmal gesündigt hat. Weil die erste Strafe einer Sünde, wenn du sie nicht bereust, ist was? Dass Allah dich im Stich lässt, sodass du nochmal sündigst. Wenn du die dann nicht bereust, dann sündigst du nochmal. Die nicht mehr bereust, sündigst du nochmal und es kommt zu einer Sucht. Kann ich davon weg? Ja, durch eine Reue. Durch eine Reue, aber du musst diese Reue wiederholen, 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 jedes Mal, wenn du die Sünde begangen hast. Und Allah Azza wa Jalla sagte, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Nur diejenigen, die bereuen, glauben und gute Werke vollziehen, die treten in das Paradies ein. Möge Allah uns eintreten lassen ins Paradies ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Und ihnen wird kein Unrecht zugefügt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. Außer diejenigen, die bereuen, und es wieder verbessern. Und da, deswegen hat ja hier der Verfasser gesagt, so wie du zurückgekehrt bist zu Allah durch die Entschuldigung, du hattest von ihm Entschuldigung gebeten, so musst du weiterhin zurückkehren, indem du deine Beziehung verbesserst zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der erste Part, inshallah ta'ala, machen wir einen Halt hier, um das nächste Mal, inshallah, fortzusetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns eine aufrichtige Reue gewähren. Möge er uns die Tore der Reue öffnen, sodass wir in die Reue eintreten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Reue aufnehmen und möge er uns die Reue belohnen. O Allah, lasse uns fern sein von unseren Sünden, wie du den Osten von den Westen ferngehalten hast. O Allah, reinige uns von all unseren Sünden, wie du ein weißes Kleid reinigst. O Allah, reinige unsere Herzen mit Wasser und dem Schnee. Möge Allah all unsere Sünden umwandeln in gute Taten. O Allah, bestrafe uns weder im Diesseits, noch im Grabe, noch am Tage der Auferstehung. O Allah, lasse uns eintreten mit unseren Eltern und unseren Verwandten und unseren Kindern und alle, die wir lieben. Lasse uns eintreten in das Paradies ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr gerne inshallah noch Fragen stellen.